Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings und ich muss mich selbst erst dran gewöhnen. Willkommen zurück zu Dux Gregorius von Kalabrien. So heißt er jetzt und so sieht er aus. Ganz schön fesch und aber auch ja, gezeichnet und natürlich auch gealtert. Mal schauen, was sein Altersruhestand jetzt noch so mit sich bringt. Mit Sicherheit wird auch hier noch das ein oder andere kleine Abenteuer für ihn geschrieben werden und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, also ich habe ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen drüber sinniert, wie es jetzt mit ihm weitergehen kann. Also ich möchte hier auf jeden Fall den Lebenswandel Theologie abschließen, damit er Theologe wird. Ich denke, das ist so ein bisschen jetzt sein Lebenswerk, das Ganze hier abzuschließen. Danach werden wir wechseln. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er ja wieder sich ein bisschen in Richtung Familie zurückzieht. Aber warten wir mal ab, was bis dahin vielleicht noch an Ereignissen kommen mag. Dann warten wir auf mehrere Sachen. Wir warten zum einen, dass hier die Kontrolle verbessert wird in Kamada, denn er möchte dort gerne jagen gehen. Und dann haben wir natürlich den ganz entscheidenden Moment hier, den Bau in Aversa, eine Kirche, eine orthodoxe Kirche. Hoffen wir, dass er das noch erlebt. Das dauert nämlich noch 5 Jahre. Und ansonsten, ja, ansonsten lassen wir einfach mal alles auf uns zukommen, denn besondere Ziele, große Ziele hat er nicht mehr. Es geht ihm soweit gut. Also beziehungsweise, naja, doch, die Gesundheit steht auf schlecht. Auch wenn er hier jede Menge Boni hat. Naja, mit 60 kann es natürlich jeden Moment vorbei sein. Da ist jemand im Kerker gestorben. Das war eine von diesen, ja, das war die Perverse. Okay, jetzt schauen wir mal kurz rein. Haben wir überhaupt noch Gefangene? Nein, das war die letzte. Gut, schauen wir mal kurz hier rein bei den Ränkespielen. Das ist unser Sohn, da werden wir natürlich nichts machen und auch nicht aufdecken. Affäre interessiert nicht. Okay, das passt alles soweit. Wir lassen weiterlaufen. Die Gemeindekontrolle ist jetzt bei 75% rund. Und wir sind bekannt für unsere Hingabe. Ja, ja, wir haben hier richtig ordentlich Frömmigkeit angesammelt und sind Glaubensikone. Das ist im Übrigen die höchste Stufe, die es überhaupt gibt, ne? Schauen gerade mal kurz. Ja, ist die 5. und höchstmögliche Hingabestufe. Orthodoxe kirchliche Meinung plus 60%. So, was ist hier? Also heiraten kommt für uns jetzt nicht mehr in Frage. Das werden wir nicht mehr tun. Das ist abgehakt, das Thema. Die Haltbarkeit von den Artefakten, das haben wir auch schon mal thematisiert. Da werde ich auch nichts machen. Kriege sind kein Thema. Dass unsere Enkelin heiraten kann, nein, da soll sie sich selbst drum kümmern. Aber das hier ist ein Thema. Prinz Fokas, unser Cousin, der Bruder des aktuellen Basileus. Mit dem können wir ein Bündnis aushandeln. Könnten wir eins aushandeln? Minus 38. Wisst ihr was? Den beeinflussen wir mal. Da ist dann vielleicht noch ein Bündnis drin. Weitere 845 Mann können nicht schaden. So, hier ist eine Prachthochzeit. Dux Caesarius von den Ägäischen Inseln. Hier. Haben wir mit dem irgendwie eine Verbindung? In dieses Haus. Das Wappen kommt mir bekannt vor. Haben wir mit denen irgendwas am Hut? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wollen wir da hinreisen? Also ich glaube, wenn wir keine Verbindung dazu haben. Ich gucke noch mal kurz hier durch. Das ist Ephirus. Ah ne, das hatte ich verwechselt. Das sieht ähnlich aus. Chlorococcus. Und das, okay, nein, das ist es nicht. Dann haben wir keine Verbindung zu diesem Haus. Dann ist es uns zu weit. Hier auf die Ägäischen Inseln reisen wir nicht. Das schlagen wir aus. So, ich guck mal wieder zwischen rein, ob wir eventuell jemand für das Amt hier haben. Aber
Kandidaten alle weiterhin schlecht geeignet. Die Frage ist, ob man dann jemand einstellt, der schlecht geeignet ist. Für den Anfang ist wahrscheinlich immer noch besser, als gar keinen zu haben, oder? Naja, ich weiß nicht. Na naja, gut, vielleicht ist das etwas, das dann sein Sohn übernehmen kann, der hier den ein oder anderen Hoftitel neu vergibt. Oh, gibt's in Benevento einen Krieg? Ja, was haben wir denn hier? Krieg gegen die Tyrannei von Herzog Louis. Der Herzog von Spoleto wird unterstützt von Prinz Adelchis von Benevento gegen. Ja gut, das ist okay. Da wurde irgendeine Fraktion, die hier aufbegehrt hat, aber das sollte kein Problem sein. So, wir sind hier bei 82%. Gemeindebekehren ist auch bei 20%. Kind meiner Dynastie. Jawohl, unser Spielererbe hat den nächsten Sohn bekommen. Nein, eine Tochter. Eine Tochter. Eustat. Was? Nee, wieso eine. Hat ein Kind zur Welt gebracht. Natürlich. Nee, die Anastasia heißt sie. Natürlich ist es ein Sohn. Also, möget ihr stark und weise werden. Den schauen wir uns mal an. Kann ja durchaus interessant werden. Eustatios Parthenos, 2 Jahre jünger als sein Bruder. So, und jetzt nähern wir uns hier dieser Geschichte an und dann steht zumindest einer Jagd nichts im Weg. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob das direkt auf die volle Stärke hochgeht. Beeinflussung, religiöse Überzeugungen. Ihr hattet einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, Prinz. Ich hatte einen Einfall, was meine Versuche anbelangt, Prinz Fokas in Einklang mit meinen Interessen zu bringen. Mit den passenden Argumenten bin ich womöglich in der Lage, ihn davon zu überzeugen, dass ich nicht nur in meinem eigenen Interesse handle, sondern auch im Interesse eines höheren Wesens des Herrn selbst. Ich glaube, ich kann sehr. Ja, ich glaube, ich kann sehr überzeugende Argumente vorbringen. Das passt doch. So, wir haben 75 Prestige erhalten und seine Meinung ist um 50 gestiegen. Okay, das war doch sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir mal, ob das schon ausreicht fürs Bündnis. Es reicht. Bündnis aushandeln, abschicken und dann können wir das Komplott beenden. Das hat also funktioniert. Sehr schön. Wunderbar. 61 Jahre sind wir jetzt alt. Komplott bei Hofe. Sie hat wieder was aufgedeckt an Nikarete. Und zwar eine Ermordung. Die Schwiegertochter Athanasias soll getötet werden. Die Frau unseres Sohnes. Sie ist robust, sie ist lüstern, gerecht und unersättlich. Sie hat, na gut, das können wir hier schon wieder ahnen. Sie hat eine Rivalin. Epiphania ist die Rivalin. Ach Gott, die hier schon wieder. Die kam doch auch schon mehrfach. Sie selbst wollte ihren Mann töten. Also ist das hier Sodom und Gomorra. Wir müssen den Übeltäter, der hinter der Sache steckt, aufdecken. Also versuchen wir es. Aber auch hier, ihr kennt das, dieses Event oder diese Mechanik. Wenn wir es jetzt aufdecken, können wir ihr nichts anhaben. Dann endet dieses Komplott, aber das war's. Wir können sie dafür nicht einsperren. Find ich irgendwie grenzwertig, diese Mechanik. Muss ich mir vielleicht mal was überlegen, wie man da in Zukunft mit umgehen kann, denn ich bin der Meinung, man sollte auch einen versuchten Mord irgendwie ahnden können. Zumindest, wenn es in den engeren Familienkreis geht, so wie in diesem Fall. Also es ist unsere Schwiegertochter, die ermordet werden sollte. Und das sollte auch bestraft werden, meiner Meinung nach. Also im schlimmsten Fall muss man in Zukunft hier ein bisschen Tyrannei in Kauf nehmen, um das. Aber ich fände es aus rollenspielerischer Sicht einfach schlecht, das Ganze so zu handhaben, wie das Spiel das handhabt. Denn
Ja, da muss eine Bestrafung her, oder wie seht ihr das? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu dieser Spielmechanik steht oder ob ich hier vielleicht sogar irgendwas falsch deute. Das kann auch sein, aber meiner Meinung nach hatten wir das jetzt schon mehrfach, diesen Fall, und es war uns danach nicht möglich, irgendwie einzukerkern. So, noch 3 Jahre muss er überleben, dann erlebt er den Bau des Tempels oder der Kirche. Aber eine Sache fällt mir da noch ein. Was haben wir hier? Der durchlauchte Doge in Venedig. Da waren wir auch schon mal, ne? Da waren wir auch schon mal. Ein Bogenschießen-Wettbewerb. Na, da können wir ja eigentlich fast nicht Nein sagen. Da können wir ja fast nicht Nein sagen. Wir müssen innerhalb von 2 Tagen aufbrechen. Ja, kommen wir jetzt natürlich sehr, sehr spät an und können nicht mal mehr trainieren. Wir schauen mal. Nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu knapp. Das hätte ich früher sehen müssen. Da können wir dort keine Events mehr machen. Das ist schade. So, jetzt ist es aber soweit. Wir werden Theologe. Wir haben quasi unser Lebensziel jetzt erreicht. Und das finde ich dann doch auch passend, dass der Vertreiber der Muslime hier dann letztendlich den Theologiebaum abschließt. Monatliche Frömmigkeit plus 20%, wobei ihm das ja eh nichts mehr bringt. Wir haben die höchste Stufe erreicht, aber Bildung nochmal plus 3. So, und jetzt ist die Frage, wem wendet er sich jetzt zu? Welchem Schwerpunkt? Es gibt für mich jetzt 2 Optionen. Zum einen, entweder er widmet sich seiner ursprünglichen Ausbildungseigenschaft, nämlich der Diplomatie. Da hat er ja auch schon ein bisschen was auf den unterschiedlichen Bäumen. Jawohl. Oder er geht in Richtung Verwaltung. Dort hat er bisher noch gar nichts. Schwerpunkt auf Reichtum, Schwerpunkt auf Domäne, Schwerpunkt auf Pflicht. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir gehen auf Diplomatie und werden den Familienhierarch in diesem Bereich noch ein bisschen weitermachen. Er hat jetzt die Altersweisheit. Schaut mal, 23, das ist wirklich ein richtig starker Wert. Das machen wir. Schwerpunkt auf Familie. Jetzt haben wir hier 21. Also auch die Diplomatie einen sehr, sehr starken Wert. Nicht schlecht. So, das sagen wir ab. Wir schauen, was wir hier noch haben. Das ist alles kein Thema. Und wir warten auf die Gemeindekontrolle. Immer wieder einen Blick mal auf seine Gesundheit werfen. Der Krieg hier in der Nachbarschaft ist beendet. Aber was sehe ich hier? Prinz Adelchis der Dritte. Prinz Adelchis der Zweite ist gestorben. Und das im Alter von 22. Er ist ertrunken. Uiuiuiui, das heißt, wir haben in Benevento einmal mehr ein... Oh Gott, er ist 1. Sein Sohn ist 1. Wir haben jetzt also mindestens 15 Jahre eine Regentschaft. Die Mutter Matasunta ist Regent. Niedrige Geburt... Das ist eine komische Konstellation. Ich vermute fast, er war ja damals auch Kind, als er an die Macht kam und wurde von seiner Schwester. Seine Schwester hatte da dann die Regentschaft. Ich befürchte, dass sie ihm ja diese Frau von niederer Geburt absichtlich an die Seite gestellt haben, um ihn zu schwächen, um seine Machtposition zu schwächen und die eigene zu stärken. Und jetzt ist ausgerechnet diese Frau Regentin von Benevento. Huiuiui. Okay, mal schauen, wie stabil Benevento sein wird jetzt. Das ist eine lange, lange Zeit für Prinz Adelchis, bis er an die Macht kommt. Kein Bündnis mehr da. Mal gucken, wie die Italiener, wie Kaiser Maurice da agieren wird.
Lüstern, gerecht, schüchtern. Na gut, das sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, als würde er hier die Finger nach Benevento ausstrecken. Und wir werden es sicher auch nicht tun. So, die Gemeindekontrolle reitet voran, 94,4. Was passiert hier eigentlich noch, wenn man hier weiter Frömmigkeit ansammelt? Na gut, das ist letztendlich ist das nur, ist das dann wie eine Währung, ne, die man noch ausgeben kann. Weiter nach oben passiert ja nichts mehr. Also Hingabestufe ist die höchste erreicht. Das war's. Soziale Manipulation. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber mein Ratskanzler, Bürgermeister Philippos, wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt am Tisch des Rates. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihn nicht an seinem Schwachpunkt angreife. Es ist ausnahmsweise nicht der Bürgermeister von Amalfi, sondern das ist der Bürgermeister von Squilluce. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Squilluce, ja, glaub schon. So, aus dem Hause Korniaktos. Was machen wir mit ihm? Diplomatie könnten wir einsetzen. Oder ist ein Diplomatie. Ich werde ihm Aufgaben stellen, die unmöglich zu füllen. Ich werde ihm alle Probleme in die Schuhe schieben. Ah, wie ticken wir da? Gerecht, stur, ungeduldig. Ich denke, wir probieren das. Ich ignoriere ihn und stehle ihm seine Ideen. Jawohl, und wir haben. Nein, Quatsch. Wir konnten ihn nicht manipulieren. Er hat 15 Meinungen verloren von uns. Schauen wir uns mal im Rat an, wie er jetzt zu uns steht. Ja, minus 10 ist der einzige, der hier im negativen Bereich ist. Und hier oben sehen wir es noch. 30 Tage. Dann ist die Gemeindekontrolle endlich durch. Dann hoffe ich, dass es dort einigermaßen sicher ist. Wir haben es. Die Gemeindekontrolle ist jetzt auf 100. Wunderbar. Das heißt, wir können unsere Jagd endlich veranstalten. Aber wir müssen ihn. Wo wollen wir hin? Wo ist er? Er war es hier. Mehr Kontrolle. Wir müssen nach Reggio Calabria. Dort wird er ebenfalls die Gemeindekontrolle stärken und wir brechen auf. Was? Eure Enkelin kann begnadigt werden oder eingekerkert werden. Was ist denn mit ihr los? Das müssen wir uns mal anschauen. Die Enkelin, das ist, glaube ich, von wem ist das? Das ist die Enkelin, die wir an den Hof geholt haben. Die. Oder? Bin ich falsch? Ja, nee, doch, genau. Das ist die Tochter unseres in Ungnade gefallenen Sohnes, der ja als landloser Mönch umherreist mittlerweile. Was hat sie gemacht? Sie ist schwanger. Ach, Unzucht einfach, weil sie unverheiratet ist. Ist das von ihrem Freund? Freundschaft plus oder wie? Man weiß es nicht so genau. Wisst ihr was? Wir werden das. Da werden wir jetzt anders agieren. Unzucht ist zwar nicht schön in unseren Augen, also in unseren religiösen Augen, aber wir. Ah, vielleicht sieht er da auch so ein bisschen die Schuld bei sich selbst, dass wir uns hier nicht um sie gekümmert haben. Wir könnten ihr ja einen Mann besorgen. Da, Dux Theodosius, wo ist er? Ich meine, dann verlässt sie unseren Hof, ja, aber das ist schon okay. Ist auch in unserem Interesse. Wo, das ist da hinten irgendein Dux. So, wie machen wir das? Warte mal, wir warten. Ich denke, wir warten ab. Wir warten jetzt mal ab, bis das Kind kommt. Das kommt in Kürze. Dann werden wir das Kind an uns nehmen.
und sie verheiraten. Und gleichzeitig begnadigen. Das ist jetzt so der Plan. Wir lassen mal kurz laufen noch. Das Kind müsste jetzt jeden Moment kommen. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Unser Sohn Samuel hat eine Tochter. Jetzt ist es wirklich eine Tochter. Möget ihr stark und weise werden. So, jetzt ist es da. Jetzt ist es da. Die Enkelin hat ein Kind zur Welt gebracht und einen Sohn. Er heißt Sergios. Das darf sie gerne machen. So darf sie ihn nennen. Und jetzt. Eins nach dem anderen. Wir werden... wo ist das? Ist das Kind unterrichten? Ja, wir werden uns dieses Kindes annehmen. Er wird unser Mündel. Das ist Aktion Nummer 1. Dann werden wir sie begnadigen. Geht nicht. Konnte ich doch eben noch. Konnte ich sie eben nicht begnadigen? Sehe ich es nicht irgendwo? Freundschaft. Da, Begnadigung gewähren. Hier. Gibt seinen Einkerkerungsgrund auf. Wir begnadigen sie. Jawohl. Und jetzt werden wir sie verheiraten. Ja. Polnisch-Andalusisch. Das ist der erste Grieche. Graf Romanos von Rama. Wo ist Rama? Hier, oder? Wo ist Rama? Ah, nee, hier. Ah, okay. Das ist recht nah. Das ist passend. Das machen wir. Mit ihm werden wir sie da doch, geht. Geht. Plus 2, gerade so. Aber den Vorschlag werden wir abschicken. Und damit ist auch das recht gut gelöst, wie ich finde. Wir haben unsere Enkelin verheiratet. Ihr erstes Kind, ihr uneheliches Kind ist quasi in unseren Händen. Wir werden es großziehen. Wunderbar. So, was haben wir hier oben? Maximalen Vorzugsbonus erreicht. Was ist das? Ihr habt den maximalen Vorzugsbonus erreicht, den euch der Vorzug gewähren kann. Einige Vorzüge wie feste Grundmauern haben eine maximale Zahl an Punkten. Was soll das heißen? Feste Grundmauern. Jedes lebende Kind gibt euch einen zufälligen Wertpunkt bis zu einem Maximum von... Okay. Hat es was hier mit den Familien... mit dem hier zu tun? Ah, ja. Nee. Was will mir dieser Tipp sagen? Maximalen Vorzugsbonus erreicht. Im Laufe der Zeit wird der Bonus nicht mehr steigen und nicht mehr sinken, bis er unter die Schwelle fällt. Okay, verstehe. Ich weiß nicht, auf was genau das jetzt angespielt hat. Wer es weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lerne hier gerne weiter mit. So, dann. Wir sind weiter unverheiratet. Das soll auch so bleiben. 62 sind wir mittlerweile. Was haben wir hier für mögliche... Ja gut, das ist keine Option hier, den Prinz jetzt anzugreifen. Wir können hier mal schauen. Der Nachfolger. Passt uns hier mittlerweile irgendwas rein? Eudoxius ist ja mittlerweile auch schon 50, unser Reisemarschall. Haben wir hier überhaupt einen geeigneten Nachfolger? Unser Cousin. Aber beide dienen aktuell nicht als Ritter, weil ihre Kampfwerte zu gering sind. Ich denke, dann macht es auch wenig Sinn, oder? Dann macht es auch wenig Sinn. Wobei wir ja, das muss man ja auch dazu sagen, wir hatten das ursprünglich, war dieser Titel, also so intern jetzt, hausregelmäßig, war dieser Titel ja meistens an den Oberjägermeister vergeben. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass das nicht der Oberjägermeister ist, sondern der Reisemarschall. Wer ist Oberjägermeister? Er hier.
Er dient auch nicht als Ritter und seine anderen Werte sind auch viel zu schlecht. Haben wir hier einen besseren Oberjägermeister? Hätten wir natürlich. Unser anderer Onkel wäre deutlich besser geeignet. Wobei, war das nicht. War das. Ah ja, das war der. War das. Den hatten wir ja, glaube ich, schon. Das war der Bisexuelle, genau. Nee, den können wir natürlich nicht zurückholen. Aber unser Sohn. Oh Gott, unser Sohn ist liederlich geworden. Okay. Nein, wir werden. Es gibt keinen Grund, da jetzt etwas zu ändern. Von daher werden wir das auch nicht tun. Wir lassen weiterlaufen. Die beiden Sachen laufen. Hier ist schon wieder ein Krieg ausgebrochen, oder? Oh, was ist denn hier passiert? Ist das hier auseinandergefallen? Nee. Benevento, er hat zwei. Oh, er hat jetzt zwei Bündnisse. Mit dem Grafen von Apulien und mit der Gräfin von Salerno. Okay, das sind interne Bündnisse quasi, also reichsintern. Mit seinen eigenen Vasallen hat er Bündnisse geschlossen. Aber er hat auch abgegebene, oder? Hatte er nicht mehr Titel? Ich glaube, da ist was passiert. Ich glaube, hier ist was passiert. Und was gibt es jetzt hier für Kämpfe? Kreuzzug um, was? Kreuzzug um das Königreich von England. Oh mein Gott. Da wurde der, unser Freund, der Papst, hat einen Kreuzzug ausgerufen. Gut, das ist natürlich für uns kein Thema, auch wenn es unser Freund ist. Wir sind orthodox und haben mit den Katholiken jetzt direkt zumindest nichts am Hut. Vor allen Dingen, wenn wir keinen Kreuzzug, keinen katholischen Kreuzzug unterstützen. Naja, gut, das schauen wir mal an. Aber da wird mit Sicherheit was passieren. Das ist schon der zweite, wenn ich mich nicht irre. Ne? Da gab es, glaube ich, schon mal einen Kreuzzug. Der erste wurde abgeschmettert. Aber diesmal sind es doppelt so viele Truppen. Wobei, wenn ich mich recht erinnere, sah das Verhältnis damals auch sehr, sehr gut aus für die Katholiken und sie haben es trotzdem nicht geschafft. Also das müssen wir mal beobachten, wie das hier weitergeht. Und hier, ich bin mir ziemlich sicher, dass Prinz Adelchis hier irgendwie an Macht verloren hat. Können wir hier das mal anschauen, ob er Titelgeschichte. Ja, schaut mal. Er hat hier am 2. Februar 6, das hat er vergeben. Er hat die Grafschaft Lanciano schon zum Beispiel schon mal abgegeben an Graf Wido aus dem Hause Wulfing. Also da hat er an Hausmacht verloren. Er hat Grafschaften unter seinem direkten Einfluss abgegeben. Der nächste, Graf Bernhard von Apulien, also mindestens zwei Grafschaften, die er abgegeben hat. Foggia hat er noch direkt. Benevento auch. Salerno ist von seiner Tante dann, glaube ich, oder so. Da ist nichts. Genau, die hat es noch normal gehabt. Aber dann hat er zwei Grafschaften abgegeben. Ja, also weiter geschwächt, Prinz Adelchis. Dadurch ist er mit Sicherheit nicht stärker geworden, das ist klar. So, Gemeindekontrakt, das ist alt. Das läuft noch. Und wie lange dauert der Bau noch? 22 Monate, Leute. Das muss er doch noch erleben, unser Dux. 62 Jahre alt. Nein! Er erlebt es nicht mehr. Den Bau der Kirche, sein, ja, ich sag mal, das Sahnehäubchen auf der Torte wäre das natürlich gewesen, wenn er das noch erlebt hätte. Aber Dux Gregorius ist im Alter von 63 gestorben. Dux Gregorius von Kalabrien hat Frieden in den Armen Christi gefunden im Alter von 63 Jahren. Er starb an Altersschwäche. An diesen höchst angenehmen Menschen wird man sich noch gerne ob seiner gütigen Herrschaft erinnern.
Duke Samuel besteigt den Thron. Mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein wird er entweder Ruhm oder Schande über die Spartanos-Dynastie bringen. Die Zukunft wird es weisen. Ja, sehr, 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 sehr richtig. Das wird die Zukunft bringen. Wir denken erstmal noch ein bisschen zurück. Dux Gregorius, was? Er kam damals, hat den Thron quasi übernommen von seinem Großvater. Da wurde ja eine Generation übersprungen. Wir erinnern uns dran, sein Vater wurde ermordet und er hat dann den Thron übernommen. Er hat sich relativ schnell, nee, falsch, er hat dann zuerst, ja, an dem ein oder anderen Turnier teilgenommen, er hat die ein oder andere Jagd veranstaltet und dann gab es ein paar Lebensereignisse, die ihn zum Glauben geführt haben. Unter anderem ging seine Tochter über Bord, er konnte sie gerade noch so vor dem Ertrinken retten. Sein Sohn, also er, war krank, schwer krank sogar, also da hatte er mehrere Schicksalsschläge, die allerdings gut ausgingen und dann hat er sich dem Glauben zugewandt, ist nach Jerusalem gereist, ist nach Konstantinopel gereist, ist nach Rom gereist, wurde Freund des Papstes und hat dann sein Leben Gott verschrieben, mehr oder weniger, hat in Anführungszeichen Kreuzzüge geführt hier in Sizilien, hat die Muslime vertrieben und damit das Reich auch vergrößert und ist letzten Endes zum Herzog, also zum Dux geworden. Und jetzt reicht er das Zepter weiter an Dux Samuel von Kalabrien. Ich bin sehr gespannt, aber den schauen wir uns dann selbstverständlich morgen in aller Ruhe an. Das war's für heute. Das war ein etwas unschönes Ende. Ich hätte ihm echt gegönnt, dass er den Bau der Kirche, die Fertigstellung der Kirche noch erlebt. Das hätte er verdient gehabt, Dux Gregorius. Aber wir sehen uns morgen wieder mit Dux Samuel. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.